ihrem sauenhaften UP-Moderator. Jo, hast du sehr schön gesagt. Jo. Ja. Wie ist das Wetter bei dir? Momentan haben wir Gewitter, aber ansonsten geht's eigentlich. Jo, ich jetzt haben ja labere nicht so lang, sonst geht das Video nochmal aus, weil mein Speicherplatz schon nochmal voll ist, weil ich ja am Wochenende noch was gedreht habe, am Pingste. Nochmals hoffe ich, dass ihr alle schön Wochenende heute tun. Und hier kommen unsere nächsten Kandidaten. Die vier Hunde, die wir aufgeholt haben dort vor. Ja, da wäre dann Spike, die Nele, die Thea und wie gesagt, der Charlie war das. Jo, viel Spaß mit der Hund und jo. Nochmal schön Pingstwochenende, nochmal notrechtlich und für die Rechtszeit von der Woche schön Wetter. Also, und hier haben wir mal wieder sozusagen mal eine Gurri Zwischenpause gefunden. Jo, ich stelle euch heute mal die drei Hunde vor. Das sind jetzt gerade sind mal die Nele da. Ist auch eigentlich ein schöner Hund und so. Ist auch immer ganz lieb. Jetzt können wir mal reinhören, was wir da gemacht haben vor Intro. Als Us da auf dem Campingplatz. Jo, wie halt langweilig können so was so. Ja, rein einfach mal rein. Umgebung. Machen wir jetzt bald neues Pingste. Zum Machen Kämpfe, gell? Jo. Pingste 2018. So. Reicht jetzt an, mal. Seid ihr gleich mal was, oder? Das hört sich gut an. Und jo. Was setze ich gleich bitte? Jo, das ist schon so knuffiger Hund, aber jetzt kommt noch ein geilerer. Da ist die Thea, die ist, jo, mit so zur Welt kommen, hat halt Rissen in der Schnauze und halt nur drei Beine, worauf sie laufen kann. Der dritte ist ein bisschen verwasst, aber ansonsten, jo, die rennt schneller wie ihr schlittet ihm. Die könnte ganzes Team anziehen tun. Jo. Da zum Beispiel, Sina sie jetzt, jo, die ist putzmunter und alles, die ist immer froh und so. Ah, ja, jo. Das ist doch auch die Hauptsache. Hauptsache, da geht's gut. Ah ja. Oleg. Ah ja, die ist aber immer fit und alles. Kann auch immer viel Spaß haben. So, vor allem, weil das ist ja eigentlich eine Familie. Da. Das ist ja die Tochter, da davor war die Mutter. Und darüber kann man eigentlich jetzt so mit der Schnauze so nicht lachen. Außer halt, die macht jetzt so und sieht halt irgendwie aus wie so Coyote oder so. Jo, das ist jetzt der Vater, das ist der Spike. Jo, mit dem kann man eigentlich, jo, schön ruhig umgehen, der ist immer ganz lieb. Lo zum Beispiel, Sina gerade wie die einsame Stierkuh oder so auf der Weidegras, oder hier wie das Bällchen holle tut. Der Hund, der ist aber auch bald nicht mehr ganz klar, der ist wirklich witzig. Der, wenn der Ball ziehen tut, der rennt nicht hinterher, der pisst einfach. Jo, so wie der da, das ist der Charlie. Jo. Eigentlich gehe Hund jo viel öfter aufs Klo, als sie je Spiele tun. Glaube ich mal. Hoffen wir's mal. Hört sich doch ganz gut an, oder? Was meine ihr? Sag's doch mal. Ja. Sag doch. Hopp. Verziel. Ich kann halt nicht ewig so rumschwätzen tun. Irgendwann geht mal die Luft aus. Egal, ab was. Jetzt geht's ja gleich wieder weiter. Alle da, man sitzt sich. Das war die Thea, die ist, jo, sie ist, kann auch mit denen drei Bänden, die kann schneller rennen wie die anderen mit den vier, die können ganz Schlitte die im Anziehen tun, dafür wäre die Ausbildung genug, obwohl die erst seit ein paar Jahren auf der Welt ist, jo, sagen wir mal jo, jo, ey gut, so dir leid, blöd Geschichte, die Verbindung zum Lars ist abgebrochen, die hat auch keine Zeit mehr, also muss ich mich später selber für den Lars verabschiedet tun. Nochmal wirklich danke an dich, Lars, wenn du das da sehen tust, das wäre schon ganz bestimmt, hoffe ich doch mal. Lass mal irgendwie Daumen oben da und wenn nicht, schreib mal was unten. Jo, und weil das Lor jetzt halt nicht so gut hinhaut, dat, habe ich mal gedacht, weil auch mein Dämon der Monika, die ich ja für den Schwenker Plus benutzt habe, kaputt gegangen ist, blöderweise. Spiele ich auch mal Hautwart auf der Armunda Monika vor mit meinem neuen
Mundharmonika, Alter. Das Ding, das ist sau geil. Ich verabschiede mich danach gleich schon mal. Den Asama machen wir einen Kappewechsel dort vor. Wofür auch immer. Ich finde, das passt einfach mit dem Blues. Was noch? Steht mal sagen, das war's auch von meiner Seite. Aber halt jetzt, wo der Lars ist, muss ich das halt übernehmen. Und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Saar-Talk. Alle dann. Ich bin hier. Wahrscheinlich nächstes Wunder, aber den ist Wunder gewesen hier.